Ulrich Götzen hat schon viele Unternehmen gesehen. Er ist Vorstandsmitglied des Bundesforums Mittelstand und reist daher regelmäßig durch Deutschland. Er berät, gibt Tipps und bereitet Betriebe auf die Herausforderungen der kommenden Jahre vor. Die werden in der Lausitz besonders spannend. Durch das Braunkohleaus von Vattenfall fragen sich viele, wie es in der Lausitz weitergehen soll. Für Ulrich Götzen gibt es dafür eine Antwort: Innovationen. Im IKMZ gab es gestern einen Workshop mit Studenten, Forschern und Unternehmern. Gerade mittelständische Betriebe müssen Entwicklung vorantreiben. Dafür fehlen aber oft Zeit und Personal. Ulrich Götzen spricht sich daher für eine engere Zusammenarbeit mit der BTU aus. Kleine und mittelständische Unternehmen haben Probleme mit F&E, Forschung und Entwicklung, wegen der Mittel. Und weil sie im Tagesgeschäft eingebunden sind. Also brauchen sie jemanden, der das übernimmt. Und große Unternehmen gehen ja nicht nur in ihre eigene F&E, sondern kommen auch an die Universitäten mit großen Projekten. Vattenfall hat da kein Problem mit, an diese BTU zu kommen. Aber die Vielzahl der kleinen Unternehmen, die brauchen engen Kontakt. Da müssen Leute hingehen und fragen, was können wir für euch tun. Umgekehrt müssen wir eine Atmosphäre schaffen, die die einlädt, zu uns zu kommen. Deshalb kooperiert das Bundesforum Mittelstand mit dem Innovationszentrum Moderne Industrie Brandenburg, kurz IMI. Direkt an der BTU arbeitet man hier selbst an Innovationen und neuen Technologien. Zudem berät man Unternehmen. Man sieht sich als Bindeglied zwischen Wirtschaft und Forschung. Das heißt, dass das IMI zu den Unternehmern geht, dort Bedarfe aufnimmt, dort schaut, wo sind Innovationen notwendig möglicherweise, beziehungsweise wo sind schon Ideen von dem Unternehmer vorhanden und da fehlt es eigentlich noch an der Kreativität zur Umsetzung. Und da vermittelt das IMI letztendlich Partner im Bereich der Hochschule oder auch Partner von anderen Unternehmen und versucht dann Netzwerke zu bilden, um dann die Innovation in den Unternehmen durchzuführen und zum Erfolg zu führen. Wichtigster Nährboden für Innovationen sei aber eine produktive Arbeitsatmosphäre. Ulrich Götzen sieht daher die Chefetagen in der Pflicht. Wenn Sie durch die Gänge und Büros und die Produktionshallen von innovativen Unternehmen gehen, dann werden Sie viele lachende und strahlende Gesichter finden. Das heißt, das sind Leute, denen das, was sie tun, Spaß macht. Das ist das beste Qualitätskriterium, was es überhaupt gibt, weil das braucht unsere Biologie im Hirn da oben, um überhaupt auf neue Ideen zu kommen. Fehlt nur noch ein anderer wichtiger Faktor, das Geld. Kredite gibt es nur schwer, Banken sind die Risiken oft zu groß. Eine Möglichkeit könnten Mittelstandsbanken sein, die Risikokapital in die Wirtschaft geben. Die Politik müsse also die Bedingungen schaffen, um Innovationen zu fördern. Denn eins ist für Ulrich Götzen sicher, Deutschland ist innovativ, kreative Köpfe gibt es genug.